Wir sehen uns jetzt zusammen an, wie man eine kleine Webseite baut. Zunächst müssen wir uns überlegen, wie HTML überhaupt funktioniert. Hier ein kleines Beispiel dazu. Es wird jeweils zuerst angegeben, dass es sich um HTML handelt. Dann beginnt das eigentliche HTML-Dokument und es geht bis dorthin, wo mit diesem kleinen Schrägstrich und einem HTML abgeschlossen wird. Im Head-Teil sind Metainformationen, zum Beispiel welche Buchstaben verwendet werden dürfen oder auch der Titel der Seite. Im Body-Teil befindet sich der eigentliche Inhalt der Webseite. Damit wir nicht alles selber machen müssen, werden wir diese Templates, also Vorlagen von W3 Schools verwenden. Ich habe mir hier eins ausgesucht, das ist hier unten das CV-Beispiel. Ich kann das mal aufmachen, wie das ausschaut. Gibt da den Namen, Kontaktadressen und weitere Informationen zu dieser Person. Kann das jetzt selber bearbeiten. Und dafür bekomme ich diesen HTML-Code, der jetzt halt ein bisschen komplizierter ausschaut als im Beispiel zu Beginn. Kopiere mir hier also alles. Kopieren. Mache mir einen neuen Ordner, den nenne ich CV. Gehe hinein, eröffne ein neues Dokument namens index.html. Und dieses öffne ich jetzt mit meinem Texteditoren. Einmal einfügen. Und gerade abspeichern ein erstes Mal. Okay. Wenn ich das jetzt aufmache in meinem Browser, dann sehe ich, dass mir hier ein paar Dinge fehlen. Das kommt daher, weil ich einen Adblocker habe. Ich schalte den mal schnell aus. Jetzt sieht es schon besser aus, aber das Bild fehlt hier noch. Ich muss also den Code schon ein erstes Mal anpassen. Dieses Bild von dieser Dame hier möchte ich nicht austauschen durch mein eigenes. Darum schaue ich zuerst mal, wie groß das Bild überhaupt ist. Es ist 500 mal 333 Pixel groß. Suche schnell ein Bild von mir im Netz. Und das hier wäre von der Größe her genügend. Nehme ich das hier. Speichere das herunter in meinen eröffneten Ordner hier und nenne den. Das Bild Roma JPG speichern. Das ist nicht so die tollste Qualität, darum bearbeite ich es noch kurz mit meinem Bildbearbeitungsprogramm. Zunächst schneide ich es auf die gleiche Größe zu. Wähle da einen günstigen Ausschnitt, schließe die Auswahl ab und skaliere die auf die gewünschte Größe. Jetzt ist das vielleicht nicht so super von der Qualität her, darum werde ich noch einen Filter anwenden. Und zwar mit dem Ölgemäldefilter. Dann wird das ein bisschen abstrahiert und sieht schon besser aus. Von den Farben her könnte es ein bisschen peppiger sein, darum färbe ich das noch ein bisschen ein hier. Ein violetter Ton vielleicht. So. Und speichere das ab zum Schluss noch. Gut, damit habe ich mein Bild für die Webseite. Muss ich nur noch im Code hier anpassen, das Bild. Wenn ich da diesen Teil mit JPG suche, JP, da habe ich schon gefunden.
Das war das Originalbild. Das benenne ich jetzt um in FOMA JPG. Speichere wieder ab und wenn ich die Seite jetzt neu lade hier, dann erscheint hier mein Bild. Jetzt muss ich die Texte anpassen. Der nächste Schritt. Gehe ich jetzt einfach von oben nach unten durch und lese genau. Da steht Jane Doe. Da ist da meinen hin. Dann bin ich kein Designer, sondern ich bin, was soll ich da hinschreiben? Entrepreneur. Und mein Wohnort ist auch ein anderer. Ich könnte jetzt hier die ganzen Daten noch ersetzen. Und so weiter und so fort. Ich scrolle da jetzt ein bisschen nach unten bei den Skills. Da mache ich auch ein bisschen noch Änderungen. Ich mache da mir meine Spezialitäten hin. Und würde sagen, da bin ich auch so auf 90%. Man weiß ja nie alles. Dann Multimedia, Englisch. Das mache ich mal auf 70%. Und hier muss ich die Zahl tatsächlich an zwei Orten wechseln. Ein Teil steuert, wie breit der Balken ist, und der andere Teil steuert die Zahl, die dort sichtbar wird. Dann noch die dritte Qualifikation, die ich da erwähnen möchte, ist Online-Medien. So, da würde ich mir jetzt vielleicht 80% geben. Dann den Teil möchte ich nicht. Ich möchte nur drei erwähnen. Darum kann ich dort, wo Media beginnt, bis zu diesem schließenden Div hier mal weglöschen. Da habe ich nur noch drei Spezialitäten. Dann kommen meine Sprachen, die ich gut spreche. Englisch kann ich, spreche ich auch. Da kann ich diesen Wert hier einmal anpassen. Würde ich mal sagen, vielleicht so 90% gut. Dann Spanisch ersetze ich durch Deutsch. Da darf ich mir, glaube ich, 100% geben. Und hier French, sagen wir mal, zu 40%. Scroll ich weiter nach unten. Jetzt kommt der Teil, wo meine Arbeitserfahrung aufgelistet wird. Und da schreibe ich jetzt auch wieder meine Sachen hin. Und meine weiteren Beschäftigungen hier. Da kommt auch der gleiche Wert wie oben hin. Bis heute mache ich das. Kann ich um den Teil hier ersetzen. Den Monat, den weiß ich nicht mehr auswendig, lasse ich mal weg, bis 2008 bis heute und hier oben, habe ich noch vergessen anzupassen, ist 2010 bis heute. Dann nochmal ein Job hier, der mein Lecturer, noch an einer anderen Hochschule. Und ich glaube, da kann ich auch bis heute machen. Vom Jahr her stimmt das zufällig gerade. Gut, dann meine Ausbildung. Den ersten Teil lösche ich da mal weg mit diesem W3-Kurs. Das kann ich von hier, von diesem H5 bis zu diesem HR, das ist ein horizontaler Ruler. H5 ist übrigens eine Überschrift, also ein Heading der Ebene 5. Kann ich das mal wegnehmen hier. Und lasse nur den Teil. Zwei Teile hier einmal die ZHAW, nein, ich mache es umgekehrt, die DUK, die Donau-Universität Krems. Da habe ich meinen Master gemacht, was war das, 2007 bis 2009.
Und hier unten noch mein Bachelor. Und das war, halten Sie sich fest, 1997 bis 2000. Genau, kann ich noch weiter nach unten scrollen. Es kommen hier noch meine Social Media Accounts, die ich habe. Ich habe jetzt kein Facebook, darum kann ich das hier ersetzen durch, nehmen wir mal YouTube. Und habe ich noch GitHub. Snapchat habe ich nicht, Twitter habe ich nicht. Ah, aber ich könnte eins noch ersetzen durch Xing. So, Twitter, LinkedIn, die sind gut. Mal speichern und schauen, wie die Seite jetzt ausschaut. Habe ich da, da steht jetzt mein Name, meine Beschäftigungen, dann meine Ausbildung und hier unten sind meine Social Media Accounts, die ich angegeben habe. Also, es ist schon mal sehr schön. Jetzt habe ich gesagt, dass ich so meistens den Adblocker eingeschaltet habe, wenn ich den jetzt wieder einschalte hier und die Seite neu lade. Ah, lustigerweise geht es immer noch, aber normalerweise wäre das jetzt verschwunden, wenn diese gewissen Elemente sind nämlich von einer externen Seite her bezogen. Das möchte ich jetzt doch noch anpassen. Und zwar sieht man das hier im HTML-Code ganz oben. Da, wo das Stylesheet steht, da wird das bezogen von w3schools.com. Das Stylesheet, das CSS, ist das zuständig für die Formatierung der Seite. Ich möchte also nur diese Datei auf meiner eigenen Seite gehostet haben. Ich kopiere mir die Adresse, gebe das hier ein, dann öffnet sich dieses CSS, diese CSS-Datei, die speichere ich jetzt herunter in meinen Ordner CV, speichere den ab. Kann ich gerade wieder zumachen. Dann passe ich hier, kann ich hier den Pfad anpassen. Das ist nur noch W3, ist das im gleichen Ordner, darum ist der Pfad zur Datei einfach W3 CSS. Hier wird eine entfernt gelegene Schrift, eine Font geladen, die Roboto. Die möchte ich jetzt auch nicht brauchen. Ich will jetzt nicht von Google getrackt werden wegen der Schrift. Darum lösche ich diesen Eintrag und muss hier unten, wo Roboto steht, muss ich jetzt eine andere Schrift angeben, die es auf meinem System auch gibt. Dafür gehe ich schnell nochmal auf eine Seite hier von W3 Tools und die haben diese WebSafe Font Combinations. Da gibt es verschiedene Schriften, die auf den meisten Systemen installiert sind. Mir gefällt da Verdana Geneva noch gut. Ich nehme die hier und ersetze die an dieser Stelle mit meinem Wunschschrift. Dann das letzte, was wir noch brauchen, ist die Font Awesome. Die ist zuständig für diese Icons hier, die sind alle von der Font Awesome, das sind keine Bilder in dem Sinne, sondern sind Schriftzeichen, die von dieser Font, auch die Icons hier unten kommen von der Font Awesome. Die habe ich schon mal aufgemacht, diese Webseite, das ist die hier, fontawesome.com und da steht jetzt, dass man diese Schrift auch zu sich herunterladen kann, das mache ich jetzt gerade, Ziel speichern unter, wieder in meinen Ordner hier hinein. Dauert einen Moment, aber nicht sehr lange. Gehe in den Ordner hinein, sobald es fertig heruntergeladen ist, kann ich diesen ZIP-Ordner entpacken und kann dieses ZIP gerade wieder löschen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt in diesem neu erstellten Ordner sind alle Dateien drin von dieser Font Awesome. Die schneide ich jetzt aus und füge sie hier auf der gleichen Ebene ein wie meine Index-HTML-Seite. Dann kann ich diesen leeren Ordner auch gerade wieder löschen. Gut, jetzt wenn ich mir die Anleitung hier lese, weil da unten steht, ich muss jetzt den Pfad anpassen, und zwar ist im Ordner CSS, All CSS, ist jetzt diese Font Awesome drin. Ich kann hier also
den Pfad ganz einfach anpassen. So, jetzt sollte ich die meisten Dinge erledigt haben. Was ich dann beim Ausprobieren noch festgestellt habe, ich muss hier unten bei den Icons noch ein B für Brand ergänzen. Dann geht es nach dieser Änderung auch wieder. Gut. Ah, das hier ist vielleicht auch nicht so ideal. Ich kann schon zeigen, was das noch ist. Die Seite nochmal neu laden hier mit meinem Beispiel. Geht immer noch alles. Die Icons sind da. Und hier unten gibt es noch dieses Powered by W3.css. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt in meinem CV drinnen haben. Darum lösche ich das hier noch heraus. Genau, das ist nachher weg. Aber noch kurz erklären, was das überhaupt ist. Das ist ein Link hier. Fängt jeweils mit A an. Bei href wird die Adresse angegeben, die dann später heruntergeladen wird, also geöffnet wird. Und es wird auch angegeben, dass es ein neues Fenster mit Target Blank in neues Fenster geöffnet wird. Aber wie gesagt, ich lösche das jetzt hier weg. Nochmal speichern, Seite neu laden. Und es ist das Powered by weg. Damit ist meine Webseite jetzt mehr oder weniger fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier diesen Dateien alle zusammenzippen. Dafür gehe ich auf die Arbeitsfläche bei mir und werde gerade den ganzen Ordner, der da eben CV heißt, mal zusammenzippen oder den komprimieren. So, dauert immer einen Moment. Ich muss doch immerhin fast 2000 Dateien zippen. Okay. Jetzt in diesem Zip hier ist jetzt die ganze Webseite, ist 4,7 Megabyte groß. Ich kann die jetzt zum Beispiel mal in Moodle integrieren. Das ist gerade ein Moodle-Kurs jetzt von der HWZ. Mal bearbeiten, einschalten. Und ergänze hier unten ein Material. Und zwar eine Datei. Da steht hier Datei hinzufügen. Kann jetzt diese Datei hier mit Drag and Drop. Da ist das Landefeld hier. Hinpacken. Wird hochgeladen, muss ihm noch einen Namen geben in der Zwischenzeit. Immer noch dran. Sobald das alles auf Moodle geladen ist, jetzt eigentlich jeden Moment der Fall sein sollte. Noch ein bisschen länger. Tatsächlich. Nochmal speichern und anzeigen. Ah, okay, jetzt hat es geklappt. Kann da auf Entpacken gehen. Dann werden alle die Dateien wieder in ihrem Originalzustand entpackt. Dauert auch wieder einen Moment. Dieses Zip hier brauche ich nicht mehr, das lösche ich gerade. Und gehe mal in diesen Ordner CV hinein. Sehe, das sind die gleichen Ordner, die bei mir lokal schon waren. Und index.html ist die Startseite, darum werde ich die hier als Hauptdatei setzen. Speichern und zum Kurs. Dann sieht man hier CV Martin Vögele. Ich kann vielleicht den Bearbeitungsmodus noch ausschalten. Sieht sie da aus wie normal. Und wenn ich jetzt auf den CV hier klicke, dann wird hier auf E-Learning FHWZ meine Webseite, mein CV angezeigt. Geht natürlich aber auch ganz normal bei normalen Webseiten. Dafür lade ich die Datei hier noch hoch.
eine meiner Webseiten. Auch da kann ich diese ZIP-Datei wieder hochladen. Hoffe, es geht jetzt ein bisschen schneller. Er braucht auch wieder einen Moment. Ah, genau. Super. Braucht irgendwie auch wieder länger als gedacht. Ja, ich kann in der Zwischenzeit ja schon mal die Webseite selber öffnen. Die Agentur Civi. Ich mache die Agentur mal auf. Sieht man mal die Webseite überhaupt. Genau, und da soll jetzt uns im Ordner Civi soll jetzt dann mein Lebenslauf erscheinen. Im Moment gibt es den noch nicht. Darum sagt er, konnte nicht gefunden werden. Da hat es inzwischen auch geklappt. Mache jetzt da Extract Files, damit auch wieder die Dateien entpackt werden. Die Datei auch gerade wieder löschen hier. Und jetzt gibt es hier neu den Ordner Civi. Und wenn ich die Seite hier jetzt neu lade, ist auch wieder meine kleine Webseite hier sichtbar unter dieser Adresse. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg beim selber Nachmachen.